Hallo und willkommen zum bunter Farben, bunter Herbst-Tag. Ausgedacht haben sich das die Mädels vom Buchschnack und getaggt wurde ich, glaube ich, von der Steffi auch, aber dann auch nochmal von der Kali und ich glaube, mittlerweile haben schon einige den Tag gemacht. Ich bin vielleicht ein bisschen spät dran, aber es ist immer noch Herbst. Da steht der Kürbis und ja, ich starte mal direkt mit Frage Nummer 1, was ich cool finde im Übrigen. Es ist nicht nur ein Buchtag, sondern es geht allgemein um den Herbst, es geht auch um Bücher und ganz viele andere Themen. Deswegen, ich finde den Tag richtig, richtig cool, also sehr gut ausgedacht. Frage Nummer 1 bezieht sich aber auf Bücher und zwar zeige ein Buch mit einem herbstlichen Cover. Und ich weiß, dass ganz viele da farblich immer Bezug drauf nehmen und natürlich gibt es Cover mit typischen Herbstfarben, die, ja, da werden ja immer so die Laubfarben genommen, Orange, Orange, Rot, Gelb. Das ist ja schon so ein Herbst oder Klamotten, die dann so senfgelb werden und in die Richtung gehen. Das sind für mich auch Herbstfarben. Aber ich habe ein Cover genommen von einem Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, was ich trotzdem auch herbstlich finde. Und zwar ist das von Lisa Grunwald, Mit dir für alle Zeit. Und da ist eben so eine Frau in einem Kleid drauf. Ich mag Kleider im Herbst sehr gerne. Und das weht so. Und ich finde, Herbst ist auch Zeit der Winde und der Stürme. Ich mag das. Deswegen finde ich das trotzdem, obwohl das jetzt nicht die typischen Herbstfarben sind, wobei Grau ja auch durchaus herbstlich sein kann, finde ich einfach die Szene, hier diese wunderschön gezeichnete Frau oder Frauensilhouette im Wind, finde ich auch herbstlich. Und ich mochte das Buch auch sehr gerne. Wie gesagt, das habe ich kürzlich erst gelesen. Da geht es um Joe und Nora. Und Nora erscheint Joe im Grand Central Terminal in New York. Joe arbeitet dort. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich nicht zu viel verrate. Sie verbringen einen wunderbaren Abend miteinander. Er verliebt sich auch mehr und mehr in sie. Denn ja, sie verschwindet auf einmal. Aber ein Jahr später taucht sie wieder auf. Jahr für Jahr. Immer zur gleichen Zeit im Grand Central. Und Joe erfährt eben, dass sie beim Zugunglück eigentlich gestorben ist. Also quasi ihr Geist dort ist. Und das ist eine sehr, ja, eine unaufgeregte, aber sehr emotionale Liebesgeschichte. Und ich mochte das Buch sehr gerne. Nicht nur des Covers wegen und weil es in New York spielt. Es ist ein besonderes Buch. Vielleicht nicht für jeden ein Highlight, für manche vielleicht langweilig. Aber ich mochte Joe und Nora einfach sehr gerne. Diese emotional bittersweet Liebesgeschichte. Ja, fand ich einfach schön. Und wie gesagt, das ist für mich auch ein Herbstcover. Nummer 2. Zeige ein Buch, dessen Atmosphäre du besonders gemütlich findest. Der Herbst ist ja Zeit für Gemütlichkeit. Und das habe ich schon oft hingehalten. Aber ich finde, dadurch, dass es ein Buch ist, was jeder lesen kann, und weil es einfach so ein gemütliches Setting auch hat, muss ich von Beth O'Leary Time to Love nochmal hochhalten. So ein tolles Buch. Ja, Beth O'Leary ist einfach großartig. Das ist ihr zweites Werk und es hat mir sogar noch besser als das erste gefallen, obwohl das schon 5 Sterne und das waren jetzt 5 Sterne plus, plus, plus. Worum geht es, falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt? Der Untertitel heißt ja Tausche altes Leben gegen neue Liebe und hier geht es um Lina und Eileen. Und Lina arbeitet in der Stadt in London und Eileen ist ihre Großmutter, die auf dem Land lebt. Und es passieren Dinge, die dann dazu führen, relativ schnell am Anfang des Buches, dass die beiden quasi ihr Leben tauschen. Also Eileen zieht in die Stadt, in die WG von Lina und Lina zieht zum Dorfleben aufs Land. Und Dorfleben ist auch ein Thema. Ich habe gesagt in meiner Rezension, da gibt es ein Einzelvideo, bin ich der Meinung zu. Ja, wenn man schon selber nicht mehr weiß, was man für Videos gedreht hat. Auf jeden Fall war es für mich so eine Mischung aus Gilmore Girls und Golden Girls, weil Eileen als älterer Charakter einfach so grandios war. Beide. Ich mochte beide Parts immer, sowohl wenn es in London spielt als auch auf dem Land. Und ja, gerade dieses Landleben war eben so Gilmore Girls-mäßig. Die Nebencharaktere waren toll. Es ist so ein lustiges, herzliches Buch, aber nicht Comedy-klamaukig, sondern es ist einfach ein Wohlfühlbuch und deswegen passt es hier zu der Frage, denn dort ist gerade dieses Landleben mit der Gemeinschaft dort ist einfach so gemütlich. Auch wenn da jetzt nicht wahnsinnig viele gemütliche Szenen dabei sind, aber es macht einfach so, ja, es ist herzerwärmend und das empfinde ich als gemütlich, deswegen ist das die Antwort auf Frage Nummer 2. Für Frage Nummer 3 habe ich mir eine Requisite geholt, die aber irgendwo immer hier rumsteht. Und zwar lautet die Frage, was trinkst du im Herbst am liebsten? Und da ist er frisch aufgebrüht. Es ist Tee. Ich trinke eigentlich das meist, ja, das ganze Jahr über, wollte ich sagen. Meistens Tee. Im Sommer ist es dann halt kalter Tee. Neben Wasser.
Aber ja, von der Menge her ist es definitiv Tee, das ganze Jahr über. Und im Herbst, Winter natürlich besonders heißer Tee. Im Übrigen hier meine absolute Lieblingstasse aktuell von Lena und Leonie von Consider Cologne. Die ist so schön. Das ist, ja. Schaut mal in den Shop, ob es sie noch gibt. War eine super Investition. Ich habe lange überlegt und dann hat mein Fangirl-Herz überwogen. Und ich bin so froh, denn die Tasse ist wunderschön. Weil man sie auch so wunderbar in der Hand halten kann. Und das mag ich im Herbst, Winter an Tee auch so besonders gern oder an heißen Getränken. Ich wärme meine Hände dran. Ich habe immer kalte Finger. Und ja, es wärmt nicht nur die Seele, den Körper, auch die Hände. Und ja, von der Menge her ist es definitiv Tee, aber es gibt auch noch andere Getränke. Ich stelle das mal ab, bevor ich das hier noch verschütte. Aber ich trinke auch noch ja, andere gehaltvollere Getränke, mag ich im Herbst auch sehr gerne, zum Beispiel Cappuccino. Ich mixe das immer ja so zwei Drittel mit heißem Wasser, das Cappuccino-Pulver mixe ich mir auf. Und dann kommt immer noch ein Schuss Hafermilch rein oder Schokomilch, auch sehr lecker. Und Kakao mag ich natürlich, am allerliebsten Minz-Schoko-Kakao. Das ist im Übrigen auch Pfefferminztee, das ist mein Lieblingstee. Und ich mag sowas wie Chai-Latte, das trinke ich zu Hause eher selten, aber in Restaurants zum Beispiel ganz gerne, wenn es das gibt. Im Panea in Hannover gibt es zum Beispiel einen super guten Chai-Latte, wo man die Gewürze dann wirklich noch frisch selber rausnimmt und abgießt mit einem Sieb und also Bombe. Ja, das sind so meine Herbstgetränke. Frage Nummer 4, was isst du im Herbst am liebsten? Ich habe lange überlegt, denn ja, die meisten Gerichte esse ich das ganze Jahr über gerne. Aber etwas, was ich im Herbst, Winter oder allgemein eigentlich immer super oft und ständig mache, was auch total einfach und simpel ist, ist Ofengemüse. Und da kommt dann eben zum Beispiel Kürbis rein, was ja absolut herbsttauglich ist. Kürbis, Kartoffeln, Paprika, Champignons, Karotten, was ich so gerade da habe, worauf ich Bock habe. Das wird einfach klein geschnibbelt mit Gewürzen von Just Spices, die mag ich sehr gerne. Es gibt Kürbisgewürz, es gibt Bratkartoffelgewürz, ist super lecker. Das Pommesgewürz verwende ich. Ach, eigentlich egal. Ein bisschen Öl über das Gemüse, die Gewürze dazu dann vermischen. Dann kommt das alles in den Backofen. Und nach der Hälfte der Zeit, ich glaube 20, 30 Minuten ist es im Ofen. Ich gucke dann immer so, bis es weich ist. Und dann gebe ich noch super gerne Feta drüber, lasse den über das Gemüse schmelzen. Yummy. Das mag ich super gerne. Es ist total simpel, es ist gesund und lecker. Also entweder als Beilage oder einfach eine Schüssel davon pur. Zu Frage 12, da kommt auch noch ein Lieblingsessen von mir, aber da greife ich jetzt noch nicht vorweg. Nummer 5, Halloween steht vor der Tür. Zeige ein Buch mit einem gruseligen Setting. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich, nicht nur eigentlich, dass ich keine Horrorbücher lese, dass es nicht mein Genre ist. Ich lese auch sehr viel weniger Thriller als früher, aber ein trotzdem gruseliges Setting, jetzt nicht Grusel im Sinne von Serienmörder oder irgendwelche Geister oder ähnliches spuken darum, sondern weil es eine gruselige Zukunftsvision für mich ist. Und da zeige ich einfach mal ein Buch hoch, was ich schon öfter gezeigt habe, aber ich liebe es einfach, ich liebe John Mars und das ist The Passengers. Du entscheidest über Leben und Tod. Hier geht es um eine nicht allzu ferne Zukunft, um autonomes Fahren und was passiert, wenn ein Hacker die Autos hackt und die Leute in den Tod stürzen möchte. Es geht auch um Geheimnisse. Es geht auch allgemein um die moralische Frage, was passiert eigentlich, wenn alle Autos selbstständig fahren? Wer ist dann schuld an einem Unfall? Also dieses Buch, da steckt super viel drin. Wenn euch das näher interessiert, es gibt ein Hangout dazu. Ich habe das Buch nämlich mit Sibby von Coyote Diaries, mit der Maike von den Book Friends gelesen und auch mit der Steffi von Lady of the Books. Und zu viert haben wir ein Hangout gemacht. Und das war ein richtig schöner Abend. Wir haben ganz viel über das Buch gesprochen, am Anfang spoilerfrei für alle, die es noch nicht gelesen haben. Wir sagen rechtzeitig an, wenn ihr abschalten müsst und dann erstmal das Buch lesen solltet, bevor ihr weiterschaut. Und ich liebe das Buch rein optisch schon mal. Und ich finde diese Vorstellung, dass Autos komplett eigenständig fahren und ich weiß, es wird die Zukunft sein, wenn nicht irgendwas passiert, dass, ja, dass man das nicht mehr möchte. Möglich ist es ja durchaus schon. Ich finde es aber einfach gruselig. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich ungern Kontrolle abgebe oder so. Wahrscheinlich könnte man das jetzt tiefenpsychologisch beleuchten. Aber ich glaube, viele finden das gruselig. Und wir waren uns alle einig, dass wir die Vorstellung, dass da draußen Autos eigenständig fahren, einfach
gruselig finden. Wenn man damit aufgewachsen ist, ist es vielleicht normal. Sicherlich würden Menschen vor 200 Jahren sagen, oh mein Gott, wie gruselig, Flugzeuge, warum sollte ich mich in ein Gefährt setzen und durch die Luft fliegen? Ne? Also es ist immer eben die Frage, von welchem Standpunkt man das aussieht, aber für mich ist es wirklich ein gruseliges Setting, zumal es eben manipulativ ist, wenn es technisch ist und das genau zeigt John Mars hier und welche Auswirkungen das haben kann. Also meine Antwort auf diese gruselige Frage. Nummer 6. Was ist dein liebster Film im Herbst? Und da muss ich sagen, die Frage muss ich überspringen. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Lieblingsfilme im Herbst. Es gibt Filme, die ich super gerne mag und immer mal wieder gerne gucke. Das hat aber nichts mit der Jahreszeit zu tun. Und ich gucke auch nicht gerne, also habe ich auch ewig nicht mehr gemacht, Horrorfilme. Ich denke mal, sicherlich werden viele sowas wie S oder die Stephen King-Verfilmungen sind sicherlich tolle Grusel-, Horror-, Halloween-Filme. Halloween fällt mir ein, aber ich habe da absolut keine Lieblingsfilme. Von daher überspringen wir die Frage und ihr seid jetzt mal gefragt und schreibt hier unten eure liebsten Herbstfilme rein. Filme für den Herbst. Also es müssen ja nicht Horrorfilme sein, vielleicht ja Geister- und Hexenfilme könnte man ja auch so für den Herbst, ja in den Herbst setzen wegen Halloween. Oder einfach gemütliche Herbstfilme. Also die Herbstfolgen von den Gilmore Girls, die finde ich natürlich immer toll, aber das ist jetzt auch nichts, was ich jeden Herbst gucke oder so. Also überspringen wir die und kommen zur nächsten Frage. Nummer 7. Was ist deine liebste Serie im Herbst? Auch da habe ich jetzt keine liebste Serie im Herbst, aber ich finde eine düstere, spannende, manchmal auch gruselige Serie, die ich liebe, die ich zweimal geschaut habe, ja, ist Game of Thrones. Das ist jetzt relativ random und ich glaube, die meisten werden diese Serie gesehen haben. Das ist jetzt kein wahnsinnig toller Tipp für euch, aber ich finde, das passt einfach. Zur nächsten Frage. Nummer 8. Welche ist deine liebste Kerze im Herbst? Und ich bin da jetzt mal auf Duftkerzen hingeschwenkt. Ich glaube, die meisten beantworten das mit Duftkerzen. Es gibt mittlerweile auf dem Kanal ja auch hin und wieder mal ein Duftkerzen-Video. Ich habe gerade ein Update zu der Candle Warmers-Bestellung gedreht. Vielleicht ist das schon online, wenn das hier online geht. Ich bin mir aber nicht sicher. Wahrscheinlich nicht, aber dann kommt was und ich habe auch eine neue Bestellung. Also ich mag Duftkerzen gerne. Und im Herbst, ich bin da nicht ganz so Jahreszeiten fixiert, aber natürlich, wenn es kälter wird, dann hat man so andere Düfte, die man mag vielleicht. Also ich zumindest. Und im Herbst, Winter, jetzt habe ich hier eine falsche in der Hand, das ist gar nicht die, die ich halten wollte, aber dann zeige ich euch mal eine. Mag ich zum Beispiel, weil ich es auch gerne trinke, so Schokodüfte. Das ist jetzt Hot Chocolate, da sind auch Marshmallows drauf. Das ist jetzt zum Beispiel das Daylight von Kringle Candle. Und auch wenn ich euch jetzt keinen hochhalten kann, weil ich jetzt keine Lust habe aufzustehen und ihn zu holen, mag ich auch im Herbst super gerne Apfeldüfte. Also entweder so süße Foodie-Düfte oder eben frische Apfeldüfte. Die dürfen dann auch gerne noch so einen Herbsteinschlag mit Gewürzen haben, aber Apfel... Ja, Duftkerzen mag ich einfach extrem gerne. Habe ich auch einige von. Es gibt da viele tolle. Und es kommen demnächst auch welche. Das seht ihr dann im Video im kommenden. Also das sind so die zwei Duftrichtungen, die ich im Herbst sehr gerne mag. Nummer 9. Was machst du im Herbst am liebsten? Ja, also wenn es so ein goldener Herbsttag ist. Also ich liebe ja den Herbst. Das ist meine liebste Jahreszeit, muss ich dazu sagen. Deswegen freue ich mich auch sehr über den Tag und mache den gerne. Wenn es so ein goldener Herbsttag ist, wo es kühl ist, darf auch ein bisschen windig sein, aber die Sonne scheint und dann das Laub so richtig schön leuchtet, dann liebe ich Spaziergänge und am allerliebsten im Wald. Ich bin sehr gesegnet, dass ich den Stadtwald direkt vor der Haustür habe. Ich bin eine Stadtpflanze, aber Wald mag ich halt auch sehr gerne und Natur im Allgemeinen. Und ich kann einfach rausfallen und mehr oder weniger und bin im Stadtwald. Und den mag ich das ganze Jahr über gerne. Aber im Herbst ganz besonders, wenn die Blätter fallen und das Laub schon liegt. Und eben, ja, wenn es ein bisschen windig draußen ist, dann ist es im Wald ja auch ganz gut geschützt. Und auch wenn es ein bisschen kälter ist, ist es da immer noch länger angenehm. Das mag ich gerne. Und Waldspaziergänge, toll. Und wenn das Wetter nicht so gut ist, also stürmisch und regnet, das, womit die meisten Leute den Herbst immer verbinden, aber nein, es gibt im Herbst auch viele tolle Tage, dann mag ich es einfach gerne, zu Hause zu sein, auf dem Sofa zu sitzen, einen Tee zu trinken, ein Buch zu lesen oder mit Freunden zu telefonieren, zu schreiben, vielleicht auch mal einen Film gucken, aber hauptsächlich Bücher lesen, was Gutes kochen, zum Beispiel Ofengemüse oder was damit, da kommen wir gleich noch zu. Nach dem Spaziergang, wenn es vielleicht draußen auch noch kälter und ungemütlicher ist und ich trotzdem draußen war und ein bisschen rumgelaufen bin, weil ich brauche das auch einfach, mich zu bewegen, dann mag ich es auch super gerne abends vorm Schlafen gehen in die heiße Wanne zu steigen. Also das ist wirklich Herbst, Winter. Ich liebe Baden.
einen schönen Duft, entweder eine Serie gucken oder einen Film oder ein Buch dabei lesen. Einfach entspannen. Nach dem Training liebe ich das auch sehr im Herbst, Winter. Da muss ich sagen, Fahrradfahren kommt jetzt auch noch auf die Liste für den goldenen Herbst. Ich habe ein neues Fahrrad und ich liebe es. Es ist so schön, man kann so wunderbar damit fahren. Mein altes war halt auch wirklich sehr alt. Das mag ich im Herbst tatsächlich auch, wenn es eben nicht, wie gesagt, total stürmt oder die Welt untergeht und regnet. Ja, wenn ich dann nach dem Training mit dem Rad nach Hause gefahren bin und man ist so ein bisschen durchgefroren, dann in die heiße Wanne steigen und ins Bett ist super für die Muskeln und auch für die Seele. Also baden, oh, ja, das vermisse ich im Sommer tatsächlich. Ich bin ja eh nicht so der Sommerfan und ja, ich bade auch mal im Sommer. Aber wenn es draußen warm ist und in der Badewanne warm ist, dann ist es einfach immer warm. Aber nach so einem kalten Tag draußen in die Wanne zu steigen, oh, das ist einfach toll. Frage Nummer 10. Welche Musik hörst du im Herbst am liebsten? Ich bin nicht so sehr im Musikgame, aber ich habe mir mal von Lina Malon, die hat ganz tolle Playlists, muss ich sagen, aber ich glaube, sie aktualisiert das nicht mehr, habe ich mir mal die Darker Days Playlist vor Jahren geholt. Ich habe sie jetzt mal in meine eigene Herbstliste zum Teil überführt. Nicht alle Lieder, die ich besonders gerne mag und auch noch eigene Musik hinzugefügt. Ich schaue mal, dass ich euch meine Spotify-Playlist verlinken kann. Ich glaube, das geht. Ich muss sie dann öffentlich machen. Ich probiere das mal. Wenn, dann findet ihr da unten den Link. Ich liebe solche Playlisten, um neue Musik zu entdecken. Denn wie gesagt, ich bin da nicht so im Thema, was es gerade alles so gibt. Man kann ja auch nicht immer up to date sein. Ja, also das ist so ein bisschen düstere, melancholischere Musik, ruhigere. Aber das ist so eine, ich habe halt so eine Herbst-Playlist tatsächlich und die Musik mag ich sehr gerne. Also da müsst ihr mal direkt vorbeischauen, weil die Künstler und Titel kann ich mir auch nicht merken. Aber das ist so das, was ich mag. Frage Nummer 11. Wir nähern uns Frage 12. Ihr erinnert euch, der kommt hier auch nochmal zum Zuge gleich. Nummer 11. Welche Bücher möchtest du diesen Herbst lesen? Und ich nehme mir, ich mache ja auch kein Want-to-Read, ich nehme mir nichts fest vor, außer Leserunden. Aktuell ist das zum Beispiel Harry Potter, der 5. Band. Den lese ich mit Carly und Ruth zusammen. Das hatten wir uns, weil wir Band 3 und 4 auch schon zusammen gelesen haben. Beziehungsweise Band 3 habe ich, glaube ich, nur mit Ruth gelesen. Bin gar nicht sicher. Auf jeden Fall diese Rereads, da wollten wir den 5. dann eben im Herbst lesen und das machen wir gerade. Das ist zum Beispiel, das ist auch im Übrigen ein Herbstcover. Ich habe es sogar hier gerade neben mir, weil ich es vom Buch weg abgemacht habe, damit ich es besser lesen kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein Herbstcover, Band 5. Und ich habe mir, jetzt muss ich doch mal hinter mich greifen, ich habe mir vorgenommen, demnächst, und wenn das Video online geht, fangen wir vielleicht schon an, mit Sarah Sophie dieses Buch zu lesen, und zwar Zugvögel. Das ist also auch ein Want-to-Read im Herbst, weil es einfach eine feste Leserunde ist. Da geht es um die Antarktis, also passt das vielleicht auch ganz gut, wenn es ein bisschen kühler ist. Etwas, was ich mir jetzt noch nicht fest vorgenommen habe, aber ich möchte es zeitnah lesen. Und ich war gerade kurz versucht, diesen Aufkleber abzumachen, aber das ist ja gar nicht mein Buch. Das habe ich nämlich von einer Freundin ausgeliehen bekommen. Und sie weiß, dass das dauern kann, bis ich es lese. Es ist aber der Kruzifix-Killer und so ein Thriller ist, glaube ich, im Herbst auch ziemlich cool und ich möchte den schon zeitnah lesen, wie viele andere Bücher auch. Das werde ich nicht alles schaffen, aber so Herbst, Winter passt auf jeden Fall und auch das Cover könnte man, hätte man nennen können. Also die nenne ich jetzt mal, die beiden Bücher, oder die drei Bücher, Harry Potter lese ich ja gerade schon. Aber ansonsten nehme ich mir das jetzt nicht so fest vor, weil ich weiß, es wird immer anders kommen. Vorletzte Frage Nummer 12, auf die ich jetzt schon ein paar Mal hingewiesen habe. Dramatische Pause mit Tee trinken. Und zwar ist es eine Entweder-Oder-Frage. Kürbissuppe oder Apfelkuchen? Ziemlich eindeutig, Kürbissuppe. Ich liebe, liebe, liebe Kürbissuppe. Ich habe immer einen Hokkaido, weil man den nicht schälen muss und der auch mir am besten schmeckt zu Hause. Für Kürbissuppe, für Ofengemüse, das Thema hatten wir schon. Und es gibt auch ein Video mit einer Kürbissuppe, die ich kürzlich probiert habe, die extrem lecker war. Und zwar Kürbis-Mango-Suppe. Ich mag meine Kürbissuppe gerne mit einer fruchtigen Komponente. Bis jetzt habe ich da mal Apfel reingemacht und mittlerweile ist es auch Mango hin und wieder. Da verlinke ich euch mal das Rezept, das Video und es gibt auch einen Blogpost dazu. Es gibt auf dem Blog super viele Kürbisrezepte. Also ich habe Kürbis-Tiramisu schon gemacht, Spaghetti-Kürbis, diverse Kürbissuppen, Kürbis-Risotto. Also man kann mit Kürbis sehr viel machen. Da verlinke ich das, euch das auch mal. Beziehungsweise unter dem oder in dem Kürbissuppenrezept auf dem Blog sind auch ganz, ganz viele andere Kürbisrezepte der letzten Jahre auf dem Blog verlinkt. Und deswegen sage ich Kürbissuppe, was aber nicht bedeutet, dass ich Apfelkuchen nicht auch mag, aber den esse ich
nicht so oft. Also ich mag super gerne den Apfelkuchen von meiner Mama. Die macht so einen versunkenen Äpfelkuchen. Da sind die Äpfel halt im Teig mit drin. Der ist super lecker und obendrauf kommt so eine Zuckerglasur. Sehr lecker. Mama, könntest du mal wieder machen. Und es gibt noch einen Kuchen, das ist ein Hefekuchen. Da kommt so geriebener Apfel obendrauf mit Zuckerzimt. Der ist auch lecker. Auch da, Mama, könntest du noch mal, ne? Und schick mir einfach was. Ich backe selber so gut wie keinen Kuchen. Wobei dieser mit dem geriebenen Apfel, den kann man auch einfrieren. Weil so ein ganzer Kuchen, ja, und im Moment habe ich auch nicht so viele Kollegen, denen ich das geben könnte. Und auch sonst, ich esse den dann alleine und das ist nicht so gut. Eine ganze Kürbissuppe alleine zu essen, ist besser für die Waage. Und ich liebe auch einfach Kürbissuppe. Und die letzte Frage ist Nummer 13. Auf welches Kleidungsstück freust du dich am meisten? Und wenn ich das Video drehe, ist es ja schon Herbst. Und ich liebe, liebe, liebe Herbstkleider. Bunte Strumpfhosen oder naja, farbige Strumpfhosen. Also nicht nur schwarze, sondern ich habe auch graue in verschiedenen Farben. Strickstrumpfhosen oder so dunkellila, dunkelrot. Das mag ich gerne kombinieren mit den Kleidern. Und Ankleboots, also so Stiefletten würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen. Dann Schal, Handschuhe, wobei da habe ich jetzt nicht so fashion-stylische, aber so schöne dicke Schals und Tücher mag ich gerne. Ich habe auf Instagram mal so ein Mini-Reels-Video passend zur Musik gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das ich versuche das mal hier irgendwie einzublenden. Ansonsten schaut auf den Instagram-Kanal vorbei, den verlinke ich unten auch immer. Also ich bin kein Fashion-Blogger, da hatte ich einfach Lust, so ein Video mal zu machen. Und da trage ich eben so ein typisches Herbst-Outfit, so ein Herbstkleid. Die mag ich super gerne. Ich mag die Herbstfarben allgemein in meiner Klamotte gerne. Hier diesen roten Pullover kram ich auch jedes Jahr gerne wieder vor. Zum einen, weil Pullover sind auch schön. Ich mag auch Hoodies, aber es ist so ein knalliges Rot. Den kann ich halt super im Herbst und auch komplett im Winter. Es ist auch ein super Weihnachtspullover tragen. Also ich liebe den Herbst und ja. Am meisten freue ich mich eben auf die Herbstkleider. Ja, das war der bunte Farben, bunter Herbst-Tag vom Buchschnack initiiert. Das Original verlinke ich natürlich alles. Und es waren richtig coole Fragen. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen. Gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, abonniert, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und ja, beantwortet gerne ein paar der Fragen selber unten in den Kommentaren. Das freut mich immer riesig, das zu lesen und da in den Austausch zu kommen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Ich werde meinen Tee weiter trinken und mir überlegen, wann ich das nächste Mal Kürbissuppe koche. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Portionen eingefroren, aber ja, die sind auch bald weg, weil ich liebe Kürbissuppe. Aber ich glaube, das wisst ihr jetzt mittlerweile. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.